Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch das Bonusziel Glimmerfischer. Die spielt sich ab in der Savalek-Höhle, an diesem Fluss hier entlang. Ich glaube, sie startet hier oben und wandert dann Richtung hier unten. Ich befinde mich an dieser Position. Und nun geht es Richtung Bonusziel. Da seht ihr diesen Riesen-Glimmerfisch. Den darf man jetzt angreifen. Und dann lässt er solche Glimmerfischschuppen fallen. Die darf man looten. Und für jede Schuppe, die ihr lootet, bekommt ihr Prozente hinzu. Bei Schuppen 2%. Leichter geht es natürlich, wenn auch andere Spieler dieses Bonusziel machen. Weil das zählt alles zusammen. So. Das Ganze dauert jetzt, ich bin alleine hier auf dem PTR-Server. Deshalb werde ich dieses Bonusziel nicht bis zum Ende machen, wollte euch nur zeigen, wie sie funktioniert. Jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Also angreifen und diese Schuppen looten. So. Ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn er das Ende von diesem Fluss erreicht. Ob er dann verschwindet oder er umdreht. Das können wir uns doch gleich mal anschauen. Es geht hier über in die Lava. Ob er in die Lava hüpft? Mal schauen. Ich habe jetzt einfach normal drauf. Sammle noch ein paar Schuppen. Aha, okay. Auf jeden Fall kommt er hier noch nach unten. Warum kann ich hier nicht Wasser wandeln? Ah, doch, jetzt. Sag bloß, der hüpft jetzt in die Lava. Okay, der ist jetzt in der Lava und dann stirbt er. Wenn ihr es bis hierher nicht geschafft habt... Was? Na, schaut mal, da bleibt er einfach stehen. Dann kann man ihn aber nicht mehr hauen. Ob dann das Event direkt von vorne anfängt? Ich glaube nicht. Glaubt, diese Bonusziele haben einen Respawn-Timer von ein paar Stunden oder ein paar Minuten? Müsst ihr halt von vorne anfangen. Am besten, wenn das Schiff noch hier oben ist. Und wenn mehr Spieler in diesem Gebiet sind. Dennoch hoffe ich, ich konnte euch helfen, dieses Bonusziel irgendwie abzuschließen. Vielleicht hattet ihr gar keine Idee, was ihr dafür tun müsst. Und jetzt wisst ihr was. Falls ich euch helfen konnte, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren findet ihr noch den Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!